Heute ist Montag, das heißt, es ist allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet diesmal, wie geht es eigentlich Deutschland? Und ob Sie es glauben oder nicht, trotz all der schier unfassbaren Schlagzeilen, die quasi täglich das ohnehin nicht besonders sonnige Gemüt der Deutschen weiter verfinstern, Deutschland geht es so gut wie lange nicht, sagt zumindest die Angela Merkel. Um die muss es ja wissen, denn schließlich befindet die sich ganz oben an der Spitze dieses Landes und da hat sie einen viel größeren Überblick über die gesamtwirtschaftliche Wetterlage, als, sagen wir, jemand, der irgendwo in den unteren Etagen den Staubsauger durch die Flure schiebt oder im Keller die Mülleimer leer macht. Und weil die Angela Merkel eben sehr viel mehr und sehr viel weiter sehen kann als die kurzsichtige Mehrheit der Bevölkerung, deshalb hat sie sich und ihre Regierung am vergangenen Donnerstag ein Halbzeitzeugnis ausgestellt, wie es blendender und besser kaum sein kann. Da mag der Himmel im Sommer 2011 noch so grau und trostlos sein, weiter oben über den Regenwolken, da scheint sie trotz allem die strahlende Sonne der Konjunktur. Die Arbeitslosenzahlen werden täglich frisch frisiert, das Niveau der Erwerbstätigkeit bricht alle Rekorde und die Wirtschaft tut genau das, was die Wirtschaft tun soll. Sie wächst und wächst und hört überhaupt nicht mehr auf zu wachsen. Und wenn das gemeine Volk trotzdem mit der grandiosen Arbeit seiner großartigen Regierung unzufrieden ist und seiner fantastischen Kanzlerin immer schlechtere Noten verpasst, dann liegt das, laut Angela Merkel, einzig und allein daran, dass dieses gemeine Volk sich zu viele Sorgen macht. Sorgen um die Stabilität des Euro. Ist der in Brüssel geschwammte Rettungsschirm in der Lage, uns und unsere Ersparnisse vor den ökonomischen Unwettern der Zukunft zu schützen? Geht es mit dem Euro jetzt nach oben? Was kommt auf den deutschen Steuerzahler zu? Wie viel muss er zahlen und vor allem wovon? Da wird hoch, runter und gegengerechnet. Da werden Szenarien entworfen und Eventualitäten konstruiert. Da wird prognostiziert und antizipiert und bilanziert. Und was steht am Ende unterm Strich? Verunsicherung, Angst, Panik. Und was macht Angela Merkel? Sie fährt in Urlaub. Also nicht, dass ich ihr den nicht gönnen würde, ganz im Gegenteil. Die Frau hat sich ein paar entspannte Tage auf einer stressfreien Insel redlich verdient. Aber ich finde, vorher hätte sie ihrem verunsicherten Volk durchaus noch ein paar klärende Sätze zur Lage der Euro-Länder hinterlassen können. Vielleicht eine kleine Rede an die Nation, in der sie die Gipfelbeschlüsse von Brüssel all denen plausibel erklärt, die diese Beschlüsse im Endeffekt bezahlen müssen. Aber nein, die Kanzlerin tut das, was sie in der letzten Zeit immer häufiger tut, sie hüllt sich in den Nebel des Schweigens. Obwohl, immerhin einen Satz hat sie ja gesagt. Deutschland geht es so gut wie lange nicht. Na, dann ist ja gut.